Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. So für allfällige Geräusche, wir sind immer noch am Bauen und ich muss jetzt unbedingt momentan aufnehmen, sonst habe ich kein Part für heute. Und ja, ich bin ein bisschen gestresst, tut mir leid, aber ja, es liegt nicht an Champions of Regnum, es liegt an der Community, die gerade online ist. Tut mir leid, wenn ich mal ein bisschen ins Herz treffe, aber ja, irgendwie immer Brain AFK und ich bin ja mehr etwas Gutes machen und nämlich habe ich spioniert. Und ja, ich habe ja noch nicht den Jäger, also habe ich mit dem Baba spioniert und war eigentlich sehr erfolgreich. Nun komme ich zurück und will gleich AFK gehen, treffe ich bei der Ackersborg-Brücke 4 Eisen. Und was machen die Eisen? Zuerst stand der Schütze, dann stand der Hexer, dann stand der Baba, kommen 3 Igen, frecken sofort, aber sie werden nicht gestunt, oder? Ich werde wieder gestunt. Ich werde immer noch gestunt. Ich werde immer noch gestunt. Ja, ich bin Kameramann. Das ist klar, aber dass ich immer gestunt werde. Dass ich unbedingt der bin, der gestunt wird, oder? Naja, dann haben halt die anderen verloren. Da habe ich nicht nur verloren, sondern die anderen auch. Und als Dank wurden wir noch ein bisschen ausgeklatscht von den Eisen. Ja, wenn sie meinen, wenn sie glücklich sind, wenn sie die ganze Zeit nur stunnen, mich vor allem, wenn sie sehen, ich bin doch sehr leicht, dann dürfen sie doch gerne mich auch ein bisschen in Ruhe lassen, würden ja nicht sterben wegen dem. Vor allem sie hatten einen Beschi und wir nicht. Und ja, eben. Und danach bin ich nochmals dorthin gegangen und dann kam ein Hexer, hat mich gestunt mit diesem Seuch, also mit diesem letzten Zauber. Ich bin die ganze Zeit am Boden gewesen, dann bin ich abgehauen hinter den Stein, kommen von der Seite ein der Schütze und ich glaube der Beschi war's und dann mich auch wieder die ganze Zeit. Ich greife den Schützen an, kommt der Ding natürlich wieder von hinten, der Hexer. Und ich habe schon die ganze Zeit gesagt, Igen, kommt mal bitte, Menria ist eingenommen. Und schaut euch jetzt das an. Schaut euch das an, das ist immer noch da. Das ist jetzt irgendwie 4, ja, nein, mehr, 10 Minuten da. Niemand macht etwas, niemand. Okay, scheiße gelaufen, lasst mal Fort zurückholen. Nein, auch schon gemerkt. Super da geklostet. Bist du wach heute? Ja, da freut man sich. Man freut sich, ein Barbar zu sein, der noch low-level ist und auch ein bisschen Chance verdient hätte. Aber nein, man wird ja ausgezogen, nur weil man 2 Waffen trägt, oder was? Das ist das ist Klassendiskriminierung. Das ist das Größte, was man kann. Und eben, ich bin ja der eigentlich in den Kämpfen, der immer tanzt und so Sachen. Aber nicht, weil ich sehe, ja, wir sind unterlegen oder ich habe jetzt sowieso keine Chance oder so. Sondern einfach zum Testen, was die Eisen so machen oder die Syrten. Und genau das machen sie. Mich die ganze Zeit aus, dann kann ich zwar nicht tanzen, aber ja, kann ja sonst auch nichts machen, oder? Also tanze ich. Und oder bin halt einfach gestunt. Und von mir aus, also wenn sein muss, dann muss es halt sein. Also ich weiß nicht, was den NGD Studios hier als Balancing ansieht, aber ja, das sollte unbedingt mal gefixt. Yay, Doppelgolem-Angriff. Ja, ich bin hier einfach so ein bisschen am Items suchen. Es gibt keine Gegner mehr, die Items werfen. Ich habe schon Schildkröten angegriffen, ich habe Löwen angegriffen, ich habe Aquantis angegriffen. Oh, was habe ich noch angegriffen? Echsen habe ich angegriffen. Große Golems habe ich angegriffen, die orange sind. Orks habe ich angegriffen. Die droppen nichts. Seht ihr? Keine Drops. Nix. Und ich weiß jetzt nicht, was ich anders machen soll. Und ich bin jetzt eigentlich sowieso immer am Trainieren und so. Und
könnte auch etwas anderes machen, aber eben vor Ort schlachten, aber da müssen wenigstens ein paar Leute on sein bei den Igen, bei uns Igen, die nicht Brain AFK sind. Sonst habe ich natürlich keine Chance. Naja, mal schauen. Kommen wir gerne mal zu Ding, Menria. So, wir laufen hoch, weil wir nicht reiten können gerade. Ja, ich bin momentan extrem am Trainieren und deshalb momentan auch müde, aber es geht mir schon viel besser. Also ich bin müde und kann trotzdem gut aufnehmen. Einfach die Stimme ist nicht so gut, aber ja, in Müdigkeit hat man auch nicht so eine gute Stimme. So, aua, meine Nüsse habe ich eingequetscht. So. Wohin komme, kann Zwerbe machen. Wohin musst du kommen? Ich glaube, es ist nur ein Fort, oder? Aha, es sind zwei Forts jetzt plötzlich. Also seid ihr noch mehr Brain AFK wahrscheinlich. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade so stehe, aber es ist ja wahr. Wir sind mehr Igen. Aber die Eisen haben eine Chance. Was? Wir bekommen 400? Wahrscheinlich sie bekommen 400, ey. Naja, ich komme immer noch nicht raus. Ah, der Pestilenz! Der Pestilenz! Schau mal ihn an. Er hat schon Angst. Da vorne war er irgendwo. Pestilenz frei vor Many. So, wir greifen ihn jetzt gemeinsam dann an. Ich hoffe, er kommt. Many nur Pestilenz. So, eine ist hier, die Oma Lotti. Und nein, ich greife jetzt noch nicht an Mikuya. Das ist der. Nein, der war vorgeschrieben. Vor einiger Zeit. So. Gut. Also, die warten. Mehr kommen wahrscheinlich gar nicht. Ja, wir haben keine Chance. So. Pestilenz ist auch hier. Oma Lotti ist tot. Ich gehe weg von Pestilenz, weil der natürlich immer auf mich geht. Weil ich ja der Barbar bin, der gefürchtige Riesenbarbar, der alle One-Hit umhaut. Intelligenzbestie, guter Name, passt zu dir. Nein, ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht. Aber Adriano ist hier. Savian ist hier. Gut. Wow, mal ein Barbar. Toll. Der erste Barbar ohne mich. Dann habe ich ein bisschen höhere Überlebenschance. Ah. So, defensives Signal. Ein bisschen Geld verschwenden, auch gut. Also da ist Engel, das ist ein Belschi. Ich kann einfach nicht ein Barbar sein, der zu hinterst ist. Das kann ich nicht. Ich werde aber sterben, wenn ich nach vorne gehe. Ja. Die haben sich zurückgezogen. Weil sie nichts anderes können. So. Ja, treffen treffe ich auch nicht. Nicht mal die Treffer treffe ich. Weil das irgendwie ein Level 120er ist. Nein. Die haben das ganz aufgerüstet. Ja, ja. Ganz aufgerüstet. Yay, yeah, ich greife den an. Ich töte den jetzt. So. Dankeschön, Lord Sodox. So, und der Bauer ist angegangen. Willkommen bei den Bohrmaschinen-Simulationen. Bohrgeräusche-Simulationen.
Macht wirklich Spaß heute. Ganzen Tag. Weißt du, die schaffen nicht nur von 8 Uhr bis 18 Uhr abends. Den ganzen Tag sind die, ja, das, so werde ich angegriffen. Die arbeiten bis um 10 Uhr nachts und so. Die lassen mich niemals aufnehmen. Das ist das Problem. Und immer wieder zwischendurch ganze Zeit Lärm machen. Ja, jetzt kämpfen wir dann. Lockt sie raus. Ja, wegen Pestilenz und Polaris gehe ich jetzt mal nicht dort vorne noch hin. Sorry, aber du bist einfach zu weit vorne. Du wirst wahrscheinlich sterben. Ich kann nicht. Die gehen sofort auf mich. So, jetzt. Ist mir egal, dann sterbe ich ja. Ja, jetzt sterbe ich dann. Zwei Barbaren sind jetzt schon hier. Jetzt sind halt alle hier von Samal. Soll ich Samal angreifen? Nein. Oh Gott. Ja, jetzt verrecken wir alle. Yay! Ja, genau. Tötet mich. Sie gehen immer alle auf mich, seht ihr? Es gehen immer alle auf mich. Ah, oh, seid ihr peinlich, hey. Komm, wir machen noch ein bisschen Kamerafahrten. Pestilenz, kauf dir mal ein Real Life, bitte. Der war schon bei Eisenzeit, war der schon online und hat die ganze Zeit irgendwie Blödsinn gemacht. Ja. Bisschen Real Life. So. Oh Gott, oh Gott. So genial. Ergo, es müsste kaum jemand da sein. Ich glaube, ihr seid einfach zu langsam gewesen. Wenn ihr gesagt hättet, es wäre einer da. Okay, es waren zwei, aber trotzdem hätten wir gewonnen. Aber erstens wart ihr extrem langsam und zweitens, ja, es sind zu wenige gekommen und vor allem, es sind halt Level 60er mit Boss-Schmuck und mit alles Mögliche. Da kann ich doch auch keine Chance haben, oder? Wenn ich sage, greif doch kurz Manny an, dann müssen wir es halt taktisch machen. Aber ja, so geht's halt nicht. Ich gehe jetzt mal, schau mal. Ah, kann man hier nicht irgendwie mit dem Fluss? Ich glaube, man kann schon reiten. Der Ghost-Barbar. Ja, schreib's jetzt nicht. Kein Bock. Das ist sowieso einer, der nicht die ganze abdingen muss und so. Der wird mich auch nicht angreifen, wenn ich zu Fuß wäre oder irgendwo leveln würde. Wenn es der ist, aber es gibt da ein paar Leute, die so sind, weil sie es eben als fair verhalten, also verachten. Also nicht verachten, sondern achten. Und ja, das ist wahrscheinlich ein Spör. Aha. Jetzt greifen sie. Bleibt doch, Manny. Oh mein Gott. Wir waren hier am Dritt, am S-Wimmer. Aha. Ich bin jetzt mal hier. So. Die bekommen 1200 Punkte über. Bekomme ich es auch über. Also jetzt bekommen wir es sicher. Hä? Aha, Isis hat es wieder geschafft. Naja. Wir bleiben hier. Und hören uns die Kämpfe an. Hier oben Wirbelwind. Da ist einer.
Man sieht so gut. Wir haben schlechte Kameraposition. Wo sollen wir hin? Schon wieder abgebrochen. Naja. Wahrscheinlich haben sie ein bisschen Probleme, drei Leute dort hinzubekommen. Nochmals abbrochen. Und Kartoffelsuppe ist auch hier. Aha. Ich gehe mal hier hin. Nee, hier ist nicht so gut. Ich gehe hier hin. So, in den Schatten. Ah, wäre ich doch noch ein bisschen hochleveliger. Könnte ich helfen. Aber gegen Boss-Schmuckzeugs und so habe ich wahrscheinlich nie eine Chance. Und die meinen, die müssen alles haben. Naja. Schön. 1200 war Master Münzen für nichts machen. So, ich gehe mal rein, auch wenn ich sterbe. Ich sterbe gerne langsam. Haut ab. Ey, das war meiner. Blue Guardians. Der ist gleich in die Falle getappt. Wow, Glückwunsch, Internet, fürs Level Up. Und? Level 60? Anspruchsvoll, nö. Irgendwie so 50 bis 53 oder so. Ja, okay, 49 bis 53. Gut. So, immerhin etwas Erfolgreiches, auch wenn ich nichts getan habe. So, zum Tor. Ja, die greifen das Tor an von mir aus. Ja, Regnum zehrt schon an den Nerven. Aber ich bin ja hart. Man muss Level 60 sein, man muss die ganze Zeit handeln, dann hat man nicht mehr Probleme. Okay, dann hat man auch noch Probleme, das stimmt. Aber ja, als Let's Player werde ich noch lange verlieren müssen. Und von mir macht es. Ich bin auch immer im Fußball ein bisschen unterlegen, manchmal, wenn eine gute Mannschaft kommt, wie zum Beispiel Real Madrid U21. Boah, solche Hitzköpfe, also Leute, die arrogant sind, mich die ganze Zeit faulen und boah, das ist schon schlimm. Aber eben, ich habe es auch überlebt, ohne Verletzung. Und ja. So. Und was ist jetzt? Absturz. Oh, das war aber ein großer Fries. Wahnsinn. So. Mini-Relikt. Da oben, okay. Kann man das auch wegnehmen? Das müssen wir doch wegnehmen können. Ich meine ja nicht Stich. Manche meinen sich immer, wenn sie das lesen. Ah. Ja. Wenn die Eisen ein bisschen überlegen sind, müssen sie schon eine Invasion starten und probieren, die Edelsteine zu klauen. Aber ich glaube, die haben gar noch nie einen Edelstein klauen können in den letzten 2 Monaten. Könnte mich irren, so wenn ich mich irre, aber ich bin auch nicht ganz sehr online. Ich bin ein Let's Player, der pro Tag eigentlich eine Stunde aufnimmt und jetzt momentan, weil gerade der Umzug ist, noch 30 Minuten aufnimmt. Aber
sonst eigentlich auch nur Level. Und das auch nur eine Stunde ungefähr. Ja. Momentan spiele ich am meisten Grim Dawn. Das ist wenigstens ein Game, wo man ein bisschen entspannen kann. Obwohl es sehr schwer ist. Richtig knackig. Da ist direkt nur mein Furz dagegen. Und manchmal auch auf dem Infinity Server, wo ich aufgemacht habe für Minecraft Feed the Beast. Ja, macht auch richtig viel Spaß. Und dann wie viel sind jetzt? 8 Leute, glaube ich. Und 8 haben wir noch Plätze. Wo sind sie? Sind ja gar nicht. Ah, da. Der Kushi. Ein Ritter. Der nimmt jetzt das ganze Burgtor ein. Also Mauertor und boah. Voll. Ich habe immer Angst vor Ritter. Gegen einen Level 60 Ritter habe ich sogar fast gewonnen. Aber das auch nur, weil er irgendwie ein bisschen geleckt hat oder so. Weiß ja nicht, ne? Was mit ihm geschehen ist. Nein, also faire Chance habe ich wahrscheinlich nur gegen Jäger. Und Jäger können sich unsichtbar machen, können verschwinden. Ja. Gegen Beshi natürlich, aber die können sich eventuell auch besser heilen, als ich Schaden mache. Ich muss einfach defensiver werden. Weil offensiv kann ich schon etwas machen. Toll, lasst mich doch auch mal eins schlagen. Seid solche Memmen. Immer sofort töten, hey Gott, oh Gott. Schlimm. Heidu, schlimm. So richtig schlimm. Was hast denn du für einen Zahnstocher? Der Kushi kommt näher. Das ist ein Baba, ja. Okay, das ist ein Baba. Kartoffelsuppe. Möchte ich heute Morgen nicht, sonst kotze ich noch mehr. Nein, ich habe nicht gekotzt, aber ich bin am Kotzen. Weil mich regt noch mal ein bisschen ankotzt. Aber. Ja. Ich gehe sonst einfach wieder leveln und kann euch leider nicht so viel bieten. Aber das will ich jetzt auch nicht. Ich will eigentlich Level nicht so zeigen. Weil es so extrem langweilig ist. Wenn irgendwas geschehen würde, wenn irgendwas cool wäre, wenn das Kampfsystem besser wäre, ja, dann könnte ich Level zeigen. Aber ich finde diese immer langweilig und da rede ich irgendwelchen Scheiß nebenbei. Nein, danke. Ja, Sturmrabe, hau ab. Wo gehst du? Ah, du gehst ausspionieren. Das ist nicht so eine gute Idee, oder? Also, Eisen, 2 Jahre später, immer noch am Ausprobieren, ob sie die Mauer einnehmen können. Und wir immer noch am Defensiv herumstehen. Geht auch, wieso nicht? So, komm, wir greifen den Kushi an. Ah, Kartoffelsuppe. Greif Kartoffelsuppe an. Ja, jetzt kommt noch sehr cool. Voll cooler Typ. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Fidschi-Pfeil. Ein pfeilschießender Beshi oder was? Oh, komm doch jetzt, hey. Müsst doch nicht immer nachgehen. Das bringt nichts. Oh, was ist da hinten? 2-Fronten-Taktik. Von mir aus. Ja, toll, schaut, jetzt kommen alle. Ich bleib hier. Ich bin die letzte Bastion. Ich bin der Anführer. So, meine Damen, jetzt greift an alle auf die Beshis. Nein, bin ich nicht. Deshalb bleib ich hier und schlafe. So. Das zeugt von meiner Ehre. Ich schlafe jetzt. Okay, ich kämpfe. Sein muss.
Ich gehe aber nur auf Pestilenz. Nein, der ist zu weit weg. Aber ich zahle seine Stunts mal zurück. Ja, wir werden sogar sterben. Es sind zu viele Barbaren hier. Ich will nicht angreifen. Ja, von mir aus. Oh. Ja, ja. So werdet ihr immer wieder sterben. Ja, ja. Seht ihr, wenn ihr angreift, dann... Sagen ja schon alle hier im Chat. Ich gehe rein. Ich bin der Letzte, der stirbt. So. Nicht fragen. Kommen. So. Naja. Nein, ich komme nicht. Ich bin Brain AFK, gut. So. Naja. Das, ja, war's mit dem Tor. Ich habe keinen Bock zu sterben wieder. Nein, ich helfe auch nicht. Wenn ich immer die ganze Zeit dann angegriffen werde, und so muss ich ja nicht helfen, weil ich kann ja nicht helfen. Ich bin ja sowieso der Nächste, der tot ist. Da level ich nicht nur ein bisschen. Sind nur ein bisschen viele Bashis. Das war am Menria Fort auch so. Okay, da war es noch ein Bashi am Anfang und dann zwei oder drei Bashis dann am Schluss, aber es war trotzdem auch mit einem Bashi, naja, zu schwer, weil immer alle den Ritter angegriffen haben, die Ritterwache. Und dadurch, dass, ja. Ich gehe zurück zum Tor. Aber bleibe wahrscheinlich hinten. Mal schauen. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Alle meinen, ich könnte viel machen, aber ich kann nicht viel machen. Was soll ich machen? Was soll ich als Level 48er Barbar machen, wenn alle Level 60 sind? Außer einer oder zwei. Da kann ich nichts machen. Das ist das Problem. Ja, jetzt ist es schon bald nicht mehr angreifbar. Bisschen die Kampfgeräusche wieder anhören. Ich kann wahrscheinlich nicht nach oben und schauen. Ich gehe mal rein. Ich gehe mal hoch. Schauen wir mal runter. Und dann gehen wir runter. Ohne ausspionieren. Geht es nicht gut. Ja, seht ihr? Wir verlieren. Wir verlieren. Ah, toll. Alle Eisen wach. Alle Ecken am in der Schule oder am Arbeiten. Wunderbar. Eisen haben schulfrei. Jede Wette. Da klostert Servien. Ein Ritter, geh nicht raus. Genau, töte mal Pestilenz, ich will das sehen. Tut mir leid, Pestilenz. Aber du bist ja auch nicht nett. Nein, nein. Oh, ich bin der Nette. So. Ja, genau. Hä? Wollte er runter springen und dachte, er haltet es aus oder was? Ich verstehe es jetzt gar nicht. Ja. Ich muss eigentlich jetzt hier sein. Ich kann jetzt nicht mehr oben sein. Ja. Kartoffelsuppe. Ja, ich hau ab. Geil. Es sind wieder 20 Leute dort. Es sind wieder 20 Leute da. Oh Gott.
Kacke. Pantoffelhelden. Schubsi. Fleet. Ja, ja. Ich mach, glaube ich, nichts. Ich mach gar nichts. Mal schauen. Es sind zu viele drin. Ich gehe sicher nicht rein. Ich gehe sicher nicht rein. So, Part ist fertig. Gut. Ich gehe sicher nicht rein. Könnt ihr denken? Oh, na toll, kann ich nicht mal etwas zeigen. Wirklich toll. Hör ich mal an. Kann man hier durchglitschen? Da sieht man einen. Das sind die Syrten, die auch wollen mitkämpfen. Also mit Schauen eher. Ich sehe nichts, weil ich nichts sehen kann. Okay, es ist nicht so viel los. Aber... Nun gut. Man sieht überhaupt nichts. Ich glaube, so, haben wir es geschafft. Ja, da steht's. 200 Warmaster-Münzen. Jetzt haben wir 18.600. Könnten etwas holen gehen. Ja, eventuell werde ich jetzt den Jäger leveln. Ganz weit leveln. Und mit dem Jäger. Ja, eigentlich. Ich habe nur den Beschi und den Jäger sonst. Ich weiß es nicht. Santa Maria. Ich weiß es nicht. Soll ich jetzt ein bisschen Geld drauf tun? Ich glaube, ich mache jetzt Geld drauf. Habe nur 10.000. Hol mir die Schriftrolle, wo ich mehr Ding. Warte kurz. 9.800, glaube ich. Oder 9.600. Verbesserung. Hexerkraft 9600. Mach mir einen Schützen. Oder einen Hexer. Hexe sind dumm. Naja. Ich weiß es nicht. Eigentlich muss ich ja den Barbar weiterleveln, aber der hat auf Level 60 auch keine Chance. Also ja. Halt, kann ich nicht viel zeigen, das ist es. Ich möchte da mit dem Baba alles gute Items, vor allem defensive alles. Ich weiß es nicht, also ich werde bis zum nächsten Part noch überlegen, ihr dürft auch wählen. Und dann zeige ich einfach den Schützen und levelnappen bei der Baba und zeige dann, wenn der Baba etwas macht. Oder machen kann, wie eine Fortschlacht. Jo. Also. Dankeschön fürs Schauen dieses Partes. In den nächsten Tagen werden dann wieder ein bisschen bessere Videos kommen, weil ich auch ein bisschen fitter bin dann wieder. Und ja. Ich gähne fast. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.